Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Bioshock 1 bzw. Bioshock der Collection. Wir haben übrigens beim letzten Mal wichtige Ingredienzien gesammelt. Wir brauchten nämlich destilliertes Wasser und Honig, damit wir nämlich aus einer Blüte und ein paar anderen Sachen halt ein Mittel herstellen konnten, um die Pflanzen hier zu retten, die ihr gerade sehen könnt. Ansonsten wären wir nämlich alle in Rapture erstickt. Und das wollten wir natürlich nicht, ne? Ich wollte eigentlich in der Folge noch die ein oder andere Little Sister eigentlich retten. Mein Problem ist jetzt allerdings, dass ich hier in der Nähe keine mehr finden konnte. Und ich müsste sehr weit laufen, ne? Das ist halt auch wieder so ein Scheiß. Wir haben jetzt eigentlich eine Aufgabe. Und zwar sollen wir, glaube ich, zur Metro oder so reisen. Ne, das haben wir abgeschlossen. Okay. Ist hier erreicht. Geh zur Metrostation. Okay, das haben wir gemacht. Und wo sollen wir jetzt hin? Fort Prolic. Anscheinend. Schätze ich mal. Man muss, wie gesagt, nicht alle Little Sisters retten. Das ist eigentlich kompletter Unfug. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, die ich dann in Betracht ziehe. Die werde ich euch auch noch mitteilen. Ich werde natürlich die ein oder andere mitnehmen, ne, wenn sie gerade in der Nähe ist. Aber wenn ich zu weit reisen muss, dann bringt es halt nichts. Vor allen Dingen, wenn ich auch so wenig Munition habe. Das ist dann auch noch so ein dünn Schiss. Jetzt richtig, ja? Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist da vorne. Spielautomat. Oh. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, der ist wirklich ein totaler Psychopath. Ja, und ich weiß nicht, was du schon wieder machst, Atlas, aber irgendwie muss ich deine scheiß Arbeit machen, kann das sein? Weil irgendwie ist ja gerade irgendwo unterwegs. Atrium, mhm. Ich guck mich aber erstmal um. Ja, Entschuldigung. Oh, guck mal. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Ups. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran, Vandalen sind Parasiten. Hallo, ist ja gut. Also das finde ich nicht cool. Hat er jetzt gerade selber zerstört, also ich nicht. Mann, lass mich in den Ruhe hier. Okay, die ganzen Dinger sind jetzt zerstört. Mal gucken, wie viel ich rauskriege. Wir machen mal ein bisschen Glücksspiel. Oh, nice. Oh. $25 haben wir wieder gesammelt. Okidoki. Das soll ich ja eh hier rein. Weil einen anderen Weg gibt es ja nicht. Wow. War ja wieder klar.
Ja, ich bin erstmal im Arsch, würde ich sagen, oder? Finde Sander Cohen, okay. Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du nur ein weiterer Nachzügler bist, oder vielleicht etwas Besseres. Sterbt. Was? Wie ist das? Aber klar doch, ich kann behalten. Komm raus und kämpfe! So hab ich sie gefunden. Lass dich nicht an! Kommt immer mehr jetzt? Ups. Stirb! Hallo? Danke. Oh, bei dem da kann ich den Malzessig riechen. Ich warte schon lange darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt. Aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Oh, wo sind nur meine Manieren? Komm rein, komm rein! Sander Cohen erwartet dich in der Fleet Hall. Okay. Soll ich das jetzt gut finden oder ja nicht so? Nein! Willkommen im Zirkus der Werte. Ein Verbandskasten und Schrot. Alter, was bist du für ein krankes Schwein? Aha, die Handtoilette. Wen haben wir denn hier? Okay, das gefällt mir nicht. Mann, ich will die Leiche. Okay. Eigentlich soll ich nach oben. Ich benutze die jetzt mal für meine Zwecke. Das hat einen Grund. Den werde ich euch noch später verraten. Ist auf jeden Fall wichtig, was ich hier mache. Oh, guck mal, safe, safe.
Ich sag ja, ist gut, diese Sache getan zu haben. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. What? Denken Sie daran, Vandalen sind Parasiten. Ich hab gar nichts gemacht. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran, Vandalen sind Parasiten. Lass mich in Ruhe. Fanny, ich betreibe gar keinen Vandalismus, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Die betreiben hier Vandalismus, die greifen mich an. Und zerstören dabei noch was. Wollt ihr mich jetzt gerade verarschen, Alter, oder was? Ey, das ist doch dumm gemacht. Oh, was kotzt mich hier gerade an? Ah, wenigstens kriege ich einen Verbandskasten dadurch. Ist noch irgendwas? Ich gehe jetzt mal zu diesem Ding hier. Denn ich brauche Körperslot. Wow. Okay. Ein Eve-Upgrade brauche ich nicht. Insektenschwarm. Oh, das wäre geil. Technik, Körper, Tunika, Plasmid-Slot. So, Körper, Tunika-Slot. Okay. So. Lass mich endlich in Ruhe. Ich will doch eigentlich nur dahin. Wo ich hin soll. Oh Mann, ey. Nutze ich auch für meine Zwecke. Okay. Wie man hat den jetzt gerade gesehen? Hä? Was ist gerade los? Da kann ich nicht lang. Filme. Oh. Können wir Fallenbolzen, ionisches Gel. Okay. Mann, ich brauche mehr Munition. Undenkbar! Willst du mich jetzt gerade verarschen? Eigentlich die Leute gerade hier? Egal, ich gehe jetzt nach oben.
damit er mich mal empfängt, ne? Oh Gott. Wie will er wem in Erinnerung? Ey, ich drehe gleich am Rad. Ich würde dich am liebsten erschießen, Junge. Aber das darf ich ja nicht. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Motte. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich! Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Siehst du's? Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon, hab keine Angst. Berühre es. Ich soll was berühren? Achso. Was für ein Vorhang. Ich weiß nicht mal, was der von mir will, Alter. Ach so. Ich kann deinen Atem sehen. Der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt.
Na super. Mir fehlt Feuer eigentlich. Ja, scheiße, kann gerade nichts machen, ne? Ich muss eine Genbank finden. Ja, warte mal kurz. Hallo. Ja, genau. Okay. Passt gut zu. Mann, so ein doofer Mist. Ich bin ja auch gerade deswegen krepiert, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Bleib mal ganz knorke, Junge. Ich werde mich erstmal umgucken. War das alles? War hier nicht noch eine Stelle, die man... Das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier, oder? Ein bisschen... Doch, anscheinend. Ich dachte, hier gäbe es irgendwie mehr, aber das war anscheinend schon alles. Ich hasse es nur, dass man mich die ganze Zeit kleine Mutter nennt. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Oh Gott, nein. Okay. Ich bräuchte eigentlich Munition. So, wo waren jetzt? Haben die auch mal ein paar Waffen oder so mit? Mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie Probleme habe. Ach, da war das mit den Fotos, Mensch. Okay. Alter! Also, wisst ihr, was ich ein bisschen dumm finde? Ich bin tot.
Ich find's ein bisschen dumm, dass der mir so viel Schaden zufügt. Wo ist er denn hier, der Sack? So, jetzt hatte ich die noch. Und dann muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwas mache. Oder nicht. Okay. Ich bin jetzt zwar gestorben und alles, wo muss ich jetzt hin eigentlich? Fleet Hall bestimmt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Vielleicht hier? Anscheinend nicht. Ja. Und wo jetzt hin? Bei Poseidon war ich. Anstatt der mir irgendwann mal was zeigt. Also das ist irgendwie ein bisschen sehr dämlich gemacht. Also hier unten schon mal nicht. Hier auch nicht. Fleet Hall. Nee. Ich habe keine Ahnung. Also was gibt mir echt auch richtig auf den Sack. Es wäre geiler, wenn das irgendwie angezeigt werden würde, oder? Ich bin gerade dämlich, das ist natürlich auch möglich. Atlas ist ein Freund des Parasiten. Sei sie ein Freund. So, warte mal. Vielleicht hier? Ich weiß auch gar nicht, wo ich war und wo ich noch nicht war. Genbank. Okay. Mann, ich kapiere hier gar nichts mehr, Mann. Wo muss ich denn jetzt hin? Also Leute, ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, warum ist es so dumm gemacht? Ich habe keine Ahnung. Mir wird nichts angezeigt, gar nichts. Oh oh. Hier war ich noch nie, oder?
Also, was haben wir noch nicht? Granatwerfer. Schadensteigerung. Ja, schön. Mein Gott, ich krieg hier bald eine Macke. Ich will doch nur wissen, wo ich hin muss. Ey, jetzt reicht's mir gleich. Ist doch dumm, Mann. Spiel nicht den Richter, Arschloch! Komm schon! Ich will bloß reden! Ey! Was ist denn das für eine Assi-Scheiße jetzt hier? Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Irgendwie habe ich keine Heilung mehr. Und ich kann nichts verkaufen. Das ist doch komplette Grütze hier. Hier war ich schon überall. Ich habe keine Ahnung. Mir fehlen nur noch 2 Fotos. Hey Mary, warum hast du so ein trauriges Gesicht? Ach, ich weiß nicht. Ey, ich drehe ja gleich. Nee, also, das macht keinen Spaß. Das macht absolut keinen Spaß. Anstatt irgendwann mal ein paar Informationen kommen, aber nö, hier passiert nichts. Muss ich hier lang? Das weiß man irgendwie nicht. Ich kann nur nach oben fahren, oder? Nee, ich fahr jetzt nach unten auch. Ja, also jetzt mal Spaß beiseite. Ich verstehe es nicht. Nee, bringt alles nichts. Wärme suchen bringt auch nichts. So, ich bin jetzt echt ratlos. Also das ist jetzt das Letzte, was ich hier mache. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich bin halt... Ich bin gerade irritiert. Anstatt mir mal was angezeigt wird. Warum zeigt es mir nichts an? Glaub, war früher oft in den Laden namens Rapture Records, den du oben im Poseidon Plaza findest. Ja.
Gibt der dann mir nicht mal früher. Wo, was für ein Plaza jetzt? Das habe ich doch schon gemacht, oder nicht? Bin ich richtig? Oh oh. Ich glaube, jetzt bin ich richtig. Ey, das ist ein bisschen merkwürdig aufgebaut. Hier irgendwo wird da sein. Bist du behindert, Alter? Mann, ey, das ist so dumm gemacht. Jedes Mal, wenn ich hier gerade denke, ja geil, ich könnte jetzt vielleicht endlich mal weitermachen. Oh, die fällt mir alles ja nicht. Mann, warum ist hier alles voll? Mann, es ist doch dumm alles. Sorry Leute, ich muss das beim nächsten Mal machen. Das ist mir echt zu blöde. Also jetzt gerade ist mir das nicht mehr danach. Wir werden bei der nächsten Folge auf jeden Fall weitermachen. Hat mich gefreut. Und ja, hoffentlich seid ihr dann auch wieder mit dabei. Bis dann, wünsche ich einen schönen Abend, schönen Morgen oder was auch immer. Denn und tüdelü.